Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Wagen 6. Gut, ich habe gerade nur die Hälfte davon mitbekommen durch die Anmoderation. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich mega erschrocken. Okay, was sind das da unten für blinkende... Ich höre auf jeden Fall Leute schreien oder rufen. Scheiß Trümmer, Rauch und überall Soldaten. Die haben mir fast den Arsch weggeschossen. Du hast doch diese Monsterrüstung. Beschwer dich nicht. Abwärts geht's. Immer abwärts. Karten sind voll. Eigentlich bin ich komplett bestückt, ne? Ich habe eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. War das gerade? Oh Mann, ich hab's befürchtet. Der Kerl. Habe ich noch Raketen? Habe ich. Und tot. Sehr schön. Ein schwer gepanzerter. Brauche ich ein Ja. Und er hat noch einen Raketenwerfer dabei. Sehr schön. Komm schon, stirb. Scheinen auch ein bisschen mehr auszuhalten, irgendwie die da mit ihm kommen. Oder ich treffe einfach zu schlecht. Ah, komm mal näher einfach, Junge. Komm einfach mal ein bisschen näher. Aua. Der hat gesessen. Ich hab ihn, oder? Gehen wir zurück. Hier war noch eine Rüstung. Auch noch schnell auf. Oh, da wollte ich gar nicht runter. Kann keinen Duckjump machen, deswegen kommt man auch nirgendwo hoch. Hey, feindlicher Kontrollpunkt in Sicht. Passen Sie auf sich auf. Die haben schwere Waffen in den Stellungen. Ja. Ich habe gerade Sorge, zurückzukommen.
aufstehen. So, wer hat denn da gerade auf mich geschossen? Von oben? Oh nee. Das ist auch wieder so ein... Auch wieder so ein Dicker. Warte mal. Wow. Okay, entweder war der schon so ein bisschen angefressen oder das macht richtig Schaden mit der Zielsuche. Nee, das wollte ich gar nicht. Das. Oh, goldener Hase. Sah gar nicht aus wie ein Hase. Sagen, kann ich vielleicht mal treffen? Zur Abwechslung. Oh, überliegt Munition. Man sieht es halt nicht. Das hätten sie echt mit The Walkover lösen können. Der hat, glaube ich, schon wieder beschossen, oder? Die Waffe weg. Jawohl. 220 HP, er ist so krank. Oh ja, super. Das interessiert ihn gar nicht. Drei Raketen und drei Granaten, ist klar. Vielleicht hätte ich besser, dieses Lasergewehr nehmen sollen. Oh nein! Hier kommt er! Oh nein! Alter, was ist das für eine krasse Waffe? Wow. Ups. Sorry. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Nee. Verbinde es zum Nachladen oder rolle mit Mausradwurf. Was? Immer so selten Munition für seine Pistole. Das finde ich ein bisschen schade. Oh. Ach ja. Jetzt auch noch was? Mehr. Geht's weiter? Wagen 6 hängt da. Das heißt, ich muss irgendwie darüber.
komme ich denn da hin? Muss ich wahrscheinlich irgendwas mit dem... Wenn hier so eine Ladestation ist, muss ich wahrscheinlich irgendwas mit dem Ding hier machen, oder? Mit dem hier. Muss ich vielleicht irgendwie da hoch? Check's mal wieder nicht, ne, Leute? Eine Kiste. Wo muss ich denn hin? Also ich weiß, wo ich hin muss. Da. Aber wie komme ich da hin? Stand das vielleicht irgendwo in den Tipps eben? Nein. Lebensenergie brauche ich gerade nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, hier ist es. Oh Gott. Meine Idee war ja richtig, dass ich hier den Laserschneider brauche. So, dann nehme ich das doch mit. Da ist eine Stelle, wo ich sie abschätzen kann. Näher am Nautica-Waggon. Gehen Sie durch den Kontrollpunkt und dann auf den Laufsteg unter der Brücke. Dort nehme ich Sie wieder auf. Boah, Alter, der frisst das einfach, ohne irgendwie zu zucken. Überlebt er noch? Nicht mehr, ne? Alter, ich habe mir die Dinger noch nie so genau angeguckt. Was sind? Ich dachte, da wären Menschen drin, aber der Typ sieht ja voll krank aus. Guck mal, die sind ja voll entstellt. Das sind... Sind das diese Typen, die foltern? In diesem... Die so den Rücken aufgeschnitten hatten? Werden die in diese Roboter gesteckt? Ah, hat sich noch einer versteckt, die Sau. Boah. Bisschen doof, dass der die Messer immer wirft, wenn man nicht direkt an der Kiste dran steht. So. Okay. Wo müssen wir denn weiter? Wahrscheinlich wieder mit dem Schneideding, oder? Oder ist das nur für ihn hier? So ein bisschen aus der Deckung, wenn die Dippen mir die Gelegenheit dazu bieten. Und ich höre schon wieder einen von den Dicken. Oder? Oder ist das hier die Maschine? Wenn ja, dann klingt die Maschine sehr komisch. Oh nein. Oh, das war dumm.
bisschen Rüstung könnte ich gebrauchen. Oh oh. Werden die Gierigen hier bestraft? Wow. Sie werden mir nicht sterben, Blasco, springen Sie rein! Eigentlich war ich noch gar nicht fertig da oben. Ich wusste nicht, dass es hier weitergeht. War da noch gar nicht bei dem in Wagen 6? Hä? Wissen Sie, ich habe inzwischen viele Idioten gesehen. Großmäuler mit mehr Ego als Verstand. Allesamt durch und durch verrückt. Große Klappe, aber nichts dahinter. Das mag ich an Ihnen, Blasco. Sie sind der Verrückteste von allen. Aber Sie halten alles, was Sie versprechen. Sie wurden geboren, das Regime zu vernichten, klar? Okay, Blasco, zurück an die Arbeit. Raus jetzt! Ich war doch schon fast da. Wo setzt er mich denn jetzt wieder ab? Oh, wow. Cool, das Ding hat unendliche Munition. Das überhitzt nur ein bisschen. Wieso setzt er mich jetzt hier wieder am Arsch der Welt ab, wo ich schon fast bei Wagen 6 war? So, Zeit zum Aussteigen. Okay, ich konnte den scheinbar von dort nicht erreichen. Verstehe nicht warum, ich war doch schon fast da. Oh wow, ich krieg hier gerade richtig die Fresse poliert. Wie kommen die denn die ganze Zeit hinter mich? Ein HP, wow. Ja, das war's. Alter, wo kamen die denn alle her? Ich hatte doch die meisten alle getötet. Also, ich hatte eigentlich alle getötet, die ich aus dem Helikopter aus töten konnte. Nochmal welche gespawnt, aber wie kommen die hinter mich? Saubacken. Ist nicht hier irgendwie flankiert haben. Die Granate, die ist einfach ins Nichts. Einfach ins Nichts gegangen, oder was? Habe ich noch Raketen? Hab ich. Okay, das war verschwendet. Wo ist der eine? Ist er tot? Ja. So, das hat deutlich besser funktioniert als eben. Ist hier drin? Vielleicht Ausrüstung? Gib, gib, gib. Gesundheitsverbesserung? Geil. Eine dauerhafte Gesundheitsverbesserung. 140 oder was habe ich jetzt als Maximum? So, jetzt sind wir da. Hier ist der Wagen. Alter, habt ihr gesehen, wie der geplatzt ist? So. Weißkittelchen, wo bist du? Nicht hier. Ah, er hängt in dem
Waggon 6, ne? Weil er wurde ja auch gesagt, das ist der, der hier unten hängt. Da. Ach, der hat da so rumgeschrien. Tschüss. Jetzt muss ich nur noch irgendwie unbeschadet da runterkommen. Und du siehst ja auch sehr lecker aus. Ich habe die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Die Mondfähre startet heute Abend vom London Nautica. Sie brauchen da oben ihre Ausrüstung. Aber sie müssen sie als Gepäck aufgeben. Handgepäck gibt es. Sie dürfen nicht auffallen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnitt. Und eine Mütze schlafen. Gepäckstücke sichern, Sicherheitsbögen schließen. Was ist denn mit dem hinter uns los? Wenn Sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungscode suchen. Ja. Mal eben eine Reise zum Mond, ne? Kann man mal machen. Okay, die lassen mich einfach hier. Haben die mich jetzt hier schlafen lassen oder? Wieso bin ich der Letzte, der hier noch an Bord ist? Stewardess! Was ist hier los? Pläne für Lager auf dem Mond. Berlin, 15. November 1960. Dieter Lang, der Leiter des Mondbasisprojekts, hat heute neue Pläne für den Bau eines Lagers auf dem Mond bekannt gegeben. Wir werden nicht nur unerwünschte Elemente der Gesellschaft von der Erde und aus der Nachbarschaft anständiger Bürger entfernen, sondern können diese Abweichler auch für den Wolframitabbau einsetzen, sagte Lang heute Morgen bei einem Telefongespräch. Wolframit, ein bisher nur auf dem Mond gefundenes, seltenes Mineral, wird zurzeit in einem langwierigen und ineffizienten Prozess mit ferngesteuerten Drohnen abgebaut. Die neuen Lager sollen in unterirdischen Minenschächten errichtet werden und nahezu vollständig automatisierte Kontrollsysteme enthalten, darunter Wachdrohnen und Schießanlagen, die Gefangene von der Flucht abhalten. Das klingt interessant. Das klingt doch jede Menge Spaß. Aber wir haben ja schon, willkommen auf dem Mond, ja. Wir haben ja schon gehört, dass hier das streng geheime Forschungslabor ist quasi. Vom Regime. Mondbasis 1. Ich bin General Strasse. Und hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen werden. Als Minister für besondere Forschungsprojekte liebe ich es, das Unbekannte zu erforschen. Den Schleier der Ungewissheit zu lüften. Ist die Auswahl so groß? In dem Gedicht eines unbekannten Autors heißt es: Dunkel ist mein Herz, das größte aller Geheimnisse. Das Universum ist unser Herz. Und wir haben gerade erst begonnen, seine Geheimnisse zu entdecken. Zusammen werden wir mit der Strahlung. Lassen wir den Typen mal quatschen. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Aus Ihrem Vorgänger habe ich mir nie viel gemacht. Bitte gehen Sie durch das Röntgengerät. Ist unheimlich. Musst du diesen Helm tragen? Oder ist das dein Gesicht? Ich hoffe nicht. Wieso haben die denn alle diese Helme an hier innerhalb der Basis? Meine Beine! Oh nein! Ich sehe da ein paar Granatsplitter. Andenken an den Krieg, wie ich vermute. Gut, einen anderen Veteran zu treffen. Einen produktiven Tag noch. Danke, danke, gleichfalls. Hi. Ja, ich habe nicht gesagt, dass du dich rühren kannst, ja? So, das hier mal weiter. Jetzt keine sehr große, sehr lange Aufmerksamkeitsspanne hier, die Soldaten. Nicht durch. Muss ich dann hier durch? Mir einen Kaffee ziehen und was warten?
gibt es irgendwas zu holen, aber hier komme ich nicht rein. Irgendwo rein. Gut, aber das soll es eh wieder gewesen sein für diese Episode, liebe Leute. In der nächsten Episode schauen wir dann mal weiter, wie wir hier in der Mondbasis, ja, wie wir eindringen können. Ach, vermutlich hier durch den Gepäckschacht, was? Naja, vermutlich. Okay, würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Wolfenstein The New Order. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.